So, hier sind wir wieder. Jetzt haben wir es endlich geschafft und diesmal schoss das Spiel zum Glück nicht ab. Ach, das war so ein Messer. Mich gerade schon gewundert. Ja, wie gesagt, wir wollen uns erstmal heilen, weil wir leicht angeschlagen sind, würde ich sagen. Jetzt ist die Frage, wie kamen wir nochmal am schnellsten dahin? Und die andere Frage ist, sind inzwischen Gegner respawned? Weil das fände ich recht uncool, aber da habe ich dann doch eher wenig Einfluss drauf. Klinik links. Dann gehe ich auch links. Ja, da ist die Tür auch schon. Gut, es ist doch recht schnell dahin. Run, 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 schnell auf der Tür. Sie sind Aber aber ganz schön weit gelaufen, um den Laden auszurauben. wir lassen uns Ihnen Zeit. scheint die Gier im Blut zu liegen. So, ich glaube, hier war's, oder? Wir müssten doch irgendwo jetzt die ganzen Autodocs beginnen. Ich muss nur die richtige Tür finden. Oder war das doch im Erdgeschoss? Ach, das war kaputt, ja. Scheint im Erdgeschoss gewesen zu sein. Gut, dann wollen wir jetzt die Türen suchen. Die Autodocs suchen. Da, hier war's. Den Gang würde ich unter Tausenden erkennen. Den da will ich. Alle verkrüppelten Körperteile heilen. Müdigkeit heilen. Also langsam habe ich echt genug von der Touristensaison, ohne Ihnen jetzt zu nahe treten zu wollen. Aber die Touris senken das Niveau hier deutlich. Ich habe das Gefühl, dass man das Adrenalin merken kann. Ich habe das Gefühl, wir laufen. Natürlich laufen wir schneller als vorher. Meine Beine waren verkrüppelt. Okay. Dann haben wir das Rätsel wieder gelöst und wir machen uns auf Richtung Villa. Ist ja eigentlich auch ausgeschildert. Town Square, ja, kann man so sagen. Town Square, ich weiß nicht, wie ich Square in dem Zusammenhang übersetzen sollte. Stadtmitte, kann man das sagen? Ich weiß nicht. So, hier dürfte jetzt gleich. Ja, da lang war direkt der Weg. Ihr wisst ja, wir müssen noch weiter mit unserem lieben Dean. Dieser Dean? Ja, ich war mir gerade für einen Moment unsicher. Hier nochmal den Boden checken, genau, weil Bin das nur habe ich froh, eben nicht dass mehr wenigstens aufgehoben. einer von uns beiden weiß, was sie tun. Sollen wir da lang oder da lang? Ich glaube, wir sollen hier lang. Aber ich will auch hier gucken. Ist das dein Ernst? Diese verdammten Tretminen. Nein! Oh, ich bin doch ein Vollidiot! Ich habe gedacht, ich müsste sie. Ich habe es gerade schon wieder getan. Wisst ihr was? Ich mache noch mal einen Cut. Soll ich dafür jetzt wirklich einen Cut machen? Ja, ich habe keinen Bock mit verkrüppelten Beinen rumzulaufen. Ich mache noch mal einen Cut. Lauf jetzt gleich noch mal Warten Sie dahin da nicht zu und lange, heil mich denn noch mal. auch meine Möglichkeiten zu helfen sind begrenzt. Ja, wir sehen uns gleich an der Tür hier wieder. So lang, lang hat's Sicher. gedauert. So, ah ja, erstmal Ladebildschirm. Den hätte ich eigentlich so Durch das Loch in der Wand dort, schon wenn rausmachen wir können. hinter der Bühne sind, können wir den Einheimischen entgehen. Ich finde das immer ätzend, wenn man in ein Gebiet reinkommt und erstmal so ein Vieh hier ist. Oder zwei. Scheiß auf Nachladen. Man kann nicht mal während der Nachlade die Waffe wechseln. Gehen Sie Wollte gerade lieber auf sagen. Nummer sicher. Pieksen Sie ihn mal besser mit einem Stock ins Auge oder Ja, der sowas. eine wird wieder aufstehen, an den komme ich nicht ran. Aber den da werde ich garantiert tot halten. Gottverdammt. Den machst du den? Ja, anscheinend ja nicht. Jetzt darf ich endlich auch auf behinderten Parkplätze. So. Sind fast tot. Ach, Super. ich hasse Gehen Sie diese lieber Dinger. auf Nummer sicher. Wichsen Sie ihn mal besser mit einem Stock ins Auf Auge oder Wiedersehen. sowas. Ich habe in Paris die Häuser gefällt. Paris. Und jetzt sowas. Wow, ich habe ganz vergessen, hier war ja was mit Radios und so. Irgendwie wird es aber jetzt nicht mehr angezeigt. Wo ist denn das Radio hier? Das hängt doch bestimmt an der Außenwand irgendwo. Es ist bestimmt da oben drin, ich bin mir sicher. Aber ich habe gerade keine Möglichkeit da. Wow! Ich habe in Paris. Gehen Sie Oben lieber auf ranzukommen. Nummer sicher. Pieksen Sie ihn mal besser mit einem Wo Stock ins kam der Auge denn oder her, sowas. Mann?
So, ja, wir haben hier definitiv ein Piepsgeräusch, aber wie gesagt, es ist nicht so schlimm, weil es im obersten Stockwerk ist. Wir plündern erstmal alles. Sehr schwer. Und ich habe keinen Dietrich und du. Ich glaube, ich muss jetzt mit dem nächsten Level ab noch die letzten 2 Punkte auf Schusswaffen packen, damit es auf 100 ist. Und dann die letzten 10 Punkte auf Dietrich, damit es auf 100 sind. Mir fehlen in dem Addon halt meine Magazine, die ich eingeplant hatte. Nehmen wir einfach alles mit, auch das Junkfood-Zeug. Ah, das der Bettin, der war so eine Schnüre, ja. Ich sollte. Ist das euer Ernst? Wisst ihr, worüber ich gerade nachgedacht habe? Ich wollte sagen, ich sollte echt mal eine Fähigkeit holen, damit wir das nicht mehr auslösen können. Aber solange Dean bei uns ist, können wir sowas nicht auslösen, wenn wir geduckt sind. Das Ganze eben. Okay, wir können sie doch auslösen. Ich wollte es gerade Sie provozieren. sind aber ganz schön weit gelaufen. Okay, Um den ich habe mich Laden vertan. Die aufzurauben. Fähigkeit, womit Ihnen wir scheint da die drüber Gier laufen im können, haben wir Blut zu mit Gott liegen. und nicht mit Dean. Nee, ist schon Dieses gut. ganze Gehocke ist der Tod für meine Knie. Ich habe zuerst gedacht, hier oben drauf wäre vielleicht ein Radio. Ja, hier, ich wollte gerade sagen, hier gibt es bestimmt einen Schrauber. Nein, gibt es doch nicht. Jetzt bin ich überrascht. Was mache ich jetzt hier oben? Ah, ich folge den Pfeilen. Ich folge den Pfeilen erstmal hier hin. Wollte gerade sagen, hier sind überall Pfeiler. Und jetzt Sie hoffe ich, sind dass ich aber hier drin ganz das schön Radio weit finde. gelaufen, um den Laden auszurauben. Ihnen scheint die Gier im Blut zu liegen. Ich frage mich, wo das verdammte Radio ist. Hier scheint nichts drin zu sein, oder? Tauchen Sie da nicht zu lange rein. Auch meine Möglichkeiten zu helfen sind begrenzt. Ich verstehe nicht, von wo das Gepiepe kommt. Es kommt bestimmt von da. Wer legt den Bärenfallen aufs Dach? Ich hasse die Dinger. Noch nie waren Bärenfallen so schlimm in Fallout. Fallen. Ich glaube das nicht. Überall sind die Scheißdinger. Darüber will ich noch rein. Da war, wo ich am Anfang gesagt habe, hier oben muss das Radio drin sein. Ich bin mir sicher, dass es hier Sie drin ist. sind aber ganz schön weit gelaufen, Komm um raus den hier. Laden Ich bin mir auszurauben. nur nicht sicher, wo Ihnen da scheint drin. die Gier im Blut zu liegen. Ach, da ist es doch direkt. Ich habe eben gedacht, nein, das wär's nicht. Aber es ist doch. Tauchen Sie da nicht zu lange rein. Auch Ja, ich meine versuche es ja Möglichkeiten zu nicht. helfen sind begrenzt. Nochmal raus, damit wir bloß keinen Schaden kriegen. Und wieder rein. Jetzt sag mir nicht, hier hinten ist nichts drin. Da ist was. Wir haben inzwischen 30 Haarklammern hier gesammelt. Das ist krass. Gut, dann war der Raum hier ziemlich für den Arsch, würde ich sagen. Das Sierra Madre wird ab. Wir sollten uns auch noch mal ein bisschen was Wasser Auch gönnen. nicht jünger. Hier waren wir schon drin. Gut, ich würde gerne in dem Bereich, aber da ist mir zu viel Wolke, deswegen meide ich ihn erstmal. Da geht ein Pfeil hin, da waren wir aber schon drinnen. Deswegen gehen wir kurz weiter. Wartet mal kurz. Okay, ich bin wieder da. Irgendwo in meiner Wohnung knallt die ganze Zeit eine Tür. Ich weiß noch nicht wieso. Also hier ist nichts drin. Aber von hier kommt Tauchen Sie definitiv da das nicht Piepen. zu lange rein. Auch Was ist meine das? Möglichkeiten zu helfen sind begrenzt. Ich habe nicht viel erkannt. Ich erkenne hier nichts. Ich erkenne einfach nichts. Okay, wir müssen das Gebiet sein lassen. Ah, ich habe keine Ich Munition. habe Er in aber. Paris die Häuser gefüllt. Paris. Und jetzt sowas. Ach, ist doch gut, Dean. Ich weiß, wo dein Problem ist.
Ja, ich finde in dem Bereich einfach das verdammte Radio nicht. Die Wolke schränkt meine Sicht doch massiv ein. Aus da. Was kommt als nächstes? Mehr Zigaretten. So, den wollen wir plündern. Wir wollen eigentlich alles plündern hier. Auch die Registrierkasse. Outfit-Gegenstand zurückgeben. Ja, ich bin mal gespannt, was wir dann zurückgeben können. Ja, flackernder Hologramm schaut mich erwartungsvoll an. Oh Gott, da komme ich jetzt erst drauf. Ja, ich bin mal wieder ein Genie gewesen. Ich habe mich die ganze Zeit beschwert, dass wir eben nichts verkaufen können. Den einen will ich wieder haben. Das eine Messer.